Willkommen zurück, liebe Freunde, zur Spieleschmacht Super Mario Galaxy. Wir sind heute voller Elan dabei und wollen weitere Powersterne sammeln. Das wird super. Das 2007 wird. Erschienen, 16 Millionen Mal verkauft, sage ich einfach mal so. Rotzfrech, aber keine Ahnung, kann auch weniger sein. Bis dann und ciao. War schon, aber war fertig, reicht eigentlich vom Part, ne? Ja, Leute, das war's, ne? Lustiger wird's nicht mehr. Ja, leider nicht, ne. Renn ja. Und musizier. Das werde ich probieren. Da kommt gar keine lustige Mario-Melodie an der Stelle. Schade. Ja, es ist tatsächlich schade. Dark. Das war so jetzt nicht gewollt. Nee? Warum nicht? Gut. Hä? Weitsprung kaputt. Ich will eine Currywurst kommen. Ich sagte jetzt. Boah, ja, ich muss es einfach mal. Ich muss es jetzt einfach mal aussprechen. Ich will jetzt eine Currywurst. Ohne Spaß. Oh, bei mir ist ja gestern ich was Schreckliches passiert. Rast ich aus. Was? Bei mir ist ja gestern was Schreckliches passiert. Oh, erzähl. Ich habe gestern bestellt. Nein. Doch. Was hast du bestellt? Ist ja nicht so schlimm erstmal. Da aber kommt drauf an, ne? Ja, das Ding ist. Hä, war es nicht schwieriger? Es gibt, glaube ich, noch eins, oder? Ja, ja. Das Ding ist, ich habe bestellt und, ich wollte mir gerne Toast Hawaii bestellen. Toast Hawaii? Ja, das ist so lecker. Das kann man bei dir bestellen? Ja, das ist so lecker, Alter. Das ist die Pommes, ne? Also die ordentliche Pommes. Und dann ist das, sind das Filetspitzen, also Filetfleisch, auf Toastbrot mit Ananas und Käse drüber. Ah. Und das ist so lecker, ne? Das Fleisch ist so lecker, das Toastbrot ist eine gute Ergänzung, ne? Ananas, mega geil mit Käse und Pommes dabei. Alter, oh mein Gott! Okay, weißt du? Ich seh schon. Und dann, Delicated ist der Mann. Alter, das ja. Ist mein Liebling, ja. Das ist mein Liebling. Das ist halt auch, weißt du, das ist halt gar kein Vergleich mit dem Kack-Lieferando-Scheiß. Ne, das ist halt richtiges Essen, was du da geliefert bekommst, ne? Stark. Das ist halt verrückt. Und da kostet aber auch, ne? Ein so ein Hawaii-Ding 14 Euro. 14 Euro? Ist teuer, gut, ne? Also halt Filetspitzen, ne? Qualität zahlt man aber auch gerne, ne? Das sag ich dir, als Entrepreneur, ne? Ja. Ich will ja auch, ne, wenn ich bestelle, ich will ja auch gute Sachen essen, ne? Nicht mehr so Junkfood. Mhm. Auf jeden Fall, ja, kriege ich dann so einen Rückruf. Ne, und du kannst dir vielleicht schon denken, was passiert. Sagt die hatten keine mehr. Hallo, wir haben keine Filetspitzen mehr. Ja. Das sind keine Entrepreneure. Oder richtige Entrepreneure. Jetzt hätten die nämlich welche. Die schon alle weggehauen haben, ne? Weil ich bestelle da so viele Leute, Toast dabei. Glaube ich nicht. Könnt's was sehen. Jetzt ist halt die Frage und dann, wie geht die Geschichte weiter? Ja, habe ich einen Schnitzel dabei bekommen. Eins oder zwei? Eins. Nur eins? Ja, und eine Currywurst-Pommes. Das. Das ist ja nix. War meine Bestellung. Ach komm, ey, du bist wirklich schwach geworden mittlerweile, ne? Ja. Ist doch keine richtige Bestellung, das ist ja nur eine Mahlzeit. Das ist, nicht mehr so wie damals, ne? Aber wir müssen halt auch mal unsere Lieferando-Mails durchgehen, aber Wolle will nicht. Nee. Das ist mir zu peinlich. Von damals. Ich habe Cordes an ja schon gesehen und die Leute werden uns an Karren fahren. Sag dir, wie es ist. Ja, dann wären unsere 100.000 Abonnenten. Nee, können wir nicht machen. Da werden wir gehatet. Ja, aber ist ja Vergangenheit. Ja, nichtsdestotrotz. Will ich nicht. Das ist mir unangenehm. Da bin ich noch an dem Punkt, wo ich sage, das ist mir unangenehm. Die Leute wissen, was ich alles so auf die Veranda bestellt habe. An dem guten Tag. Ja, was muss ich jetzt machen? So eine 14-Euro-Bestellung ist da jetzt nicht so wild. Nein, die Currywurst Pommes war ja 18 dann und insgesamt dann 21 Euro habe ich für gezahlt. Ah, es gab noch eine Currywurst-Pommes dazu. Ja, habe ich doch gesagt. Ach nee, ich habe nur eine dass so eine Pommes bei war. Nein, Currywurst-Pommes. Ich dachte, jetzt war es nur ein Schnitzel mit einer Pommes gehabt. Nein, Currywurst-Pommes.
Ah, guck mal, da wird doch ein Schuh draus. Oh, jetzt fehlen mir zwei Dinger. Ja, weil du die nicht sofort eingesammelt hast. So lange liegen lassen, die spawnen. Ja, was mach ich jetzt? Ja, kannst du nicht den normalen Stern erstmal machen? Ich weiß nicht, wie ich den hier rauskriege. Ja, mit den Bomben, du Pimmel, was ist los mit dir? Ah, ich habe ja Bomben. Junge. Ich dachte, ich brauche dafür... Du hast doch erstmal sechsmal die Bombe daneben geworfen bei dem Stern. Solltest du dann wissen, dass es Bomben gab. Ja, alles gut. Hallo. Der Cornel, ey. Ja. Hier, dein Part. Mach doch mal wieder. Nein. Hallo, wir warten alle. Solche Zuschauer haben wir nicht mehr, die sowas lustig finden, Cornel. Das ist vorbei. Ja, nee. Warum? Deswegen haben wir auch keine 100.000. Die sind halt älter, geworden. Ach, ne? Älter geworden. Macht doch keinen. Jetzt er wieder, der glaubt, dass hier alle zugucken, die sind 12. Nicht alle, aber viele. Nee. Sind nicht viele. Leute, wenn ihr 12 seid, schreibt mal in den Chat. Hier ins Video. In den Kommentar. Dass ihr 12 seid. Ja. Muss ich wissen. Schreibt ja keiner. Doch, 12-Jährige würden schreiben wollen. Hallo, ich bin 12! Ich bin schon 12, heißt das, wenn dann. Ich bin schon groß und 12. Komm doch und mach ein Let's Play für mich. Es gibt viel zu entdecken mit Cornel und Wollo. Cornel und Wollo klingt halt leider scheiße. Ja, also Joko und Klaas, muss, ne? Muss man einfach so sagen. Ne? Klaas und Joko würden halt auch scheiße klingen. Ja. Ist halt so. Das Doppel-O, das ist halt ein schneller Anfang. Ja. Und hinten raus kommt halt dann die Tiefe. Och, Mann, ey. Ich will jetzt nach Hause. Du bist zu Hause. Kenn ich jetzt. Ach, Leute, der wollte Feierabend machen. Auch nicht mehr so wie früher, ne? 40 Barts am Stück. Ne. Hab ich auch früher auch nicht gemacht, tatsächlich. Ah, du hast früher schon viel aufgenommen. Ja, aber nicht vom gleichen Spiel. 40 Parts am Stück. Ja, machen wir auch nicht. Und da habe ich auch on-topic einfach kommentiert. Ja, mach doch mal. Und er nimmt die Bombe. Nein, so funktioniert das nicht. Und jetzt nehmen wir die Bombe, um das da freizusprengen. Und dann können wir uns da nochmal hochschießen. Dann kriegen wir das Ding wahrscheinlich kaputt. Und dann müsste auch gleich der nächste Stern spawnen, damit wir in den nächsten Bereich kommen würden. Müssen wir jetzt nur genau zielen, treffen. Da muss man ein bisschen, muss man natürlich ein bisschen mitplanen, dass das Ding sich auch bewegt, ne? Und man ja auch eine gewisse Weite hat. Und eine Travel-Zeit. Mit einem Abitur sollte das kein Problem sein. Matze Wollo macht das, ne? Aua. Boah, die Explosion, ey. Wahnsinn. Da geht das ganze Ding kaputt. High-Pace-Action-Game. Ist so. Ja. Call of Duty kann einpacken. Ist vorbei. Schluss mit Call of Duties. Jetzt hier die Bombe schön balancieren, rüber da springen, geil. Wenn wir das schnell genug schaffen, kriegen wir das Ding auch sofort kaputt, um in die nächste Kanone zu gelangen. Stark. Warum kommt da nochmal so eine Zwischensequenz, Alter? Oh, jetzt wieder Sniper. Und jetzt gilt es schon, den Stern einzusammeln, aber da muss man natürlich auch wieder das richtige Timing haben und entrepreneurmäßig erkennen, dass da der Weg natürlich auch wieder eine große Rolle spielt. Stark daneben geworfen, aber die Hitbox. Riesengroß, gönnerhaft, Shigi Miyamoto hat mitgedacht. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war eine wilde Fahrt. Jetzt gehen wir erstmal in die Pause und danach sehen wir den nächsten Stern, den Mario hier erkämpft. Also, wir werden ein richtig gutes Caster-Duo, Alter. Eigentlich können wir auch on-topic kommentieren. Das wäre immer noch besser als bei den meisten. Ich sag ja, klar, ne? Ja, wir sind ja auch Multitalente, ne? Ja. So, ne? Und inzwischen soll natürlich einer gehen, dann wird man natürlich wieder rausgerissen aus der Immersion, die ich hier aufbauen möchte. Immersion? Was bedeutet ja. Immersion? Sag mal. Warte mal, muss ich jetzt genau ein Wortlaut? Immersion ist halt, dass du das Gefühl hast, du bist dabei. Ja, google mal. Ne? Einbetten eines Objekts in eine Flüssigkeit mit besonders lichtbrechenden Eigenschaften. Das ist in Sachen Physik. Astronomie, der Eintritt eines Himmelskörpers
in den Schatten eines anderen. Aber was bedeutet immersiv auf Deutsch? So. Was verbirgt sich hinter dahinter? Und wir haben die Abkürzung VR, AR und MR. Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality stellen hohe Anforderungen ans Netz. Die Bezeichnung immersiv leitet sich vom Wort Immersion ab. Das ist so wie einbetten, Eintritt, eintauchen bedeutet. Ja, das meine ich ja damit. Ne, die Leute sollen durch mein Commentary ins Spiel eintreten. Sie sollen das Gefühl haben, sie wären Mario. Fremdwort Wollo, Leute. Ja, ich weiß halt, wofür man es benutzt, aber ich kann jetzt den genauen Wortlaut dafür geben. Ja, nein, war ja gut benutzt. Respekt. Ja. Ne, wenn ich so einen Moment habe, denke ich mir auch immer, hoffentlich ist das jetzt richtig. Nein, ich wusste, dass es richtig ist. Ja, ja, man hat ja ein Sprachgefühl, ne? Aber. Ja, ja, aber ich weiß auch, was es bedeutet. Ich konnte es dir nur nicht so genau wiedergeben. Ja, nein, ich sag doch, genau solche Dinge habe ich auch immer. Ne, wo ich dann so ein Wort im Kopf habe, wo ich mir denke, das will ich jetzt sagen. Und dann denke ich mir nur, hoffentlich ist das wirklich das Richtige, das ich hier gerade wirklich sagen will. Verwandlung! Ich wollte nicht so laut schreien. Hallo? Ich glaube, Wollo hat ausgeschaltet, Leute. Wir haben endlich unsere Ruhe. Bip, bip, bip. Der Wollo gerade richtig immersiv unterwegs. Wollo, reden Sie. Spielt er einfach eiskalt weiter. Natürlich. Ja, das waren die Lampen. Jetzt sind die Lampen auch da. Ja, du hast nicht gesagt. Hä? Du hast nicht gesagt, dass du weg bist. Willst du mich verarschen? Nee, hast du gesagt, nicht. Klingel. Nee, hast du nicht. Doch, hab ich. Kam im Teamspeak nicht an. Ja, dann weiß es jetzt. Ja. Alter, der Mann muss dreimal an die Tür. An einem Morgen, Alter. Ja. Wie viel haben wir eigentlich? Noch was kommen. Kommt noch was? Erst angeblich nicht. Alter, wir haben. Oh mein Gott, wir haben auch gleich schon 12 Uhr. Ja, ja. Nur duschen. Denn ich muss gleich zum Friseur, wo ich gestern schon war. Unangenehm! Unangenehm. Ich glaube, die lachen, die werden mit dem Finger auf dich zeigen, Kornel. Ja, so. Ja. Wer war denn nicht gestern schon da? Hä? Zu dem Friseur kannst du nie wieder gehen. Das Ding ist durch. Ist der so dumm? Wie kann man so dumm? Soll froh sein, dass du überhaupt kommst, ne? Ne? Ist so. Das ist das Ding. Normalerweise kommt man einfach nicht. Ja. Also denkt, heute regnet's oder. Ja, es hat auch geregnet, ey. Heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, gar keinen Bock zum Friseur zu gehen. Nehme ich man einen neuen kennt, Termin. Ey. Aber einen neuen Termin gönnen. Ja. Und hoffen, dass sie dich nicht nicht erkennen am Telefon. Ja, richtig. Das ist das Einzige. Das wäre peinlich. Wisst ihr, das ist so das Ding. Haben Sie nicht letztens einen Termin und sind nicht gekommen? Nein, das muss ein anderer. Entschuldigen Sie, ich hab aller Weltsnamen. Solche Unterstellungen muss ich mir nicht geben. Ich versuche mir einen anderen Friseur. So einfach ist das, ey. Ja, gibt ja auch immer genug Friseure, ne? Ja, aber sind sie denn auch gut, ne? Das ist ja die Frage. Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, Conny. Wenn die nicht gut sind, dann ist man danach ganz schön traurig. Ich war auch schon mal nach dem Friseurberuf, wollte ich schon sagen, nach dem Friseurbesuch traurig. Wie geht das? Du hast 3 Haare auf dem Kopf. Wie kannst du da traurig sein? Ja, die haben den Bart verkackt. Ach so. Da war ich traurig. Ja, die Haare sind egal. Ich habe eine Kette. Jetzt kann ich 3 Haare auf dem Kopf, ey. Ja, ist doch. Das nimmst du zurück. Das nimmst du zurück. Was? Ne, wenn man dich ohne Cappy sieht, könnte man dich mit Caillou verwechseln. Ich bin schon groß und 3, halt die Schnauze. So Fresse, Mann. Leute, das ist ein neues Trinkspiel. Ist das Wollo oder ist das Caillou? Dann nehmen wir Bilder. Ah, das ist witzig.
Ja, nee. Ich freue mich auf meinen Kurzhaarschnitt. Ich sag dir, wie es ist. Ja, ich auch. 3 Millimeter, Alter. Oh, Kontostand. Mann. Haare auf Kontostand, Alter, und ab geht's. Seiten wieder auf 3 sind, Alter. Und hier der Nacken, Alter. Vor allen Dingen der Nacken, Alter. Ich hab... Alter, Nacken, kurzer Nacken, beste Leben, ne? Ist so. Dass ja. man die Speckrollen im Nacken auch vernünftig erkennen ja, kann. Ja, ist mir scheißegal. Hauptsache, das fühlt sich kommen. Gut an, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, generell so, so, wenn die Haare auch ans Ohr kommen und so. Ja, nervt mich, ne? Ja. Nervt. Also ich, so richtig lange Haare kann ich mir auch überhaupt nicht nee, vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das machen. Das nervt doch. Jetzt selbst wenn man das schön findet, aber nee. Wie machen die Menschen das? Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht auf das Ästhetische eingehen. Nein. Wirklich auch nur auf den Faktor, dass es stört. Ja, das habe ich mir auch gestern. Ich habe gestern in der Stadt so eine Alter, Frau gesehen. Pass mal auf, ne? Da, über die können wir ja mal reden. Hydra und Pauli, kennst du, ne? Ja. Hast du davon gehört? Habe ich schon mal. Einmal ein Kanälchen. Und wenn du einmal drauf geachtet hast, ne, muss man, wer bin ich oder so, gucken mit Hydra und Pauli. Und Pauli hat ja auch ein bisschen längere Haare, die auch ins Gesicht gehen, ne? Ich glaube, Pauli kenne ich nicht. Ja, dann guck's einfach mal. Das ist der mit den dunklen Haaren. Der nicht so dicke. Der dickere von allen, sozusagen. Muss ich gleich mal reingucken. Ja. Der nicht Hydra ist. So. Ja, Hydra, ja. Der mehr als 35 Kilo hat. Bisschen längere Haare und die gehen auch so ein bisschen ins Gesicht. Ja. So. Und ungefähr alle 3,2 Sekunden macht er diesen Move, dass er die Haare so zurückwirft. Ja, mit dem Kopf. Ist cool. Das ist die. Wenn dir das einmal aufgefallen ist, ne, dass ja, er das alle weiß. Paar Sekunden macht, treibt es dich in den Wahnsinn. Ja, ich weiß, und du aber fragst dich vor allen Dingen auch, wie hält der das aus? Ja. Vor allen Dingen, der muss erstmal muss der Nackenschmerz haben wie Sau, vom alle 5 Sekunden die Haare wieder zurückwerfen. Und würde mich in den Wahnsinn treiben, wenn ich ständig meinen Kopf so schütteln müsste. Ja, ich hasse das auch, aber Pauli, was ist da los? Der guckt uns nicht, also von daher, der wird das niemals mitkriegen, aber Hydra, frag ihn mal und beleidige ihn dafür. Er muss ihn nicht beleidigen, aber ich möchte eine Erklärung haben, ob ihn das nicht in den Wahnsinn treibt. Und vielleicht, wenn er es dann so hört, merkt das vielleicht auch, dass es ihn eigentlich auch in den Wahnsinn treiben sollte. Man kann es so hoffen. Dann ist es ja so gewohnt, ne, nach einem gewissen Punkt. Ja, das ist halt das Ding, ja. Aber wenn du so ein Video guckst und einfach siehst, wie er das andere, er macht das, also in so einem 20-Minuten-Video macht er das wahrscheinlich 120 Mal. Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Ja, lange Haare sind auch einfach nur nervig. Ich weiß wirklich nicht, wie Leute damit klarkommen. Ja, ich habe gestern eine Frau in der Stadt gesehen, die hatte so eine Matte auf dem Kopf. Da dachte ich mir auch, ey, was ist denn los? Ja, das ist ein bisschen geil, wenn die richtig viel Matte auf dem Kopf haben. Ja, die war schon sehr alt, aber ach so, ja, dann nicht. Aber ich mag ja auch lange Haare bei Frauen super gerne. Also sagst du, die war über 26? Ja, mindestens. Ich mag ja lange Haare gerade bei Frauen und ich finde auch bei manchen muss Männern mit dem reden. Ist das, oh, das ist so schwierig. Bei manchen Männern ist das jetzt auch nicht so mega scheiße. Aber das Ding ist einfach, ja, mach doch jetzt. Das Ding ist halt, das muss doch einfach nur überkrass nerven. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Habt ihr lange Haare? Und wenn ja, warum? Also nervt das nicht. Habt ihr euch dabei gedacht? Wahrscheinlich, weil sie es gut aussehen finden. Ja. Oder weil sie Metal hören. Oh, ne. Oh, auf Gott, Mittelalter Markt stehst du halt doof da, wenn du kurze Haare hast. Ne? Das stimmt wohl, ja. Ist klar, da kann ich ja keiner ernst nehmen. Ja, schon verkackt. Wenn du dein Mehl trinken willst aus dem Marderhorn. Ja, war gar nicht schlecht. Soll ich dir einen Tipp geben? Na, was ganz viele nicht wissen in diesem Ding. Wenn du die Bomben berührst, während du eine Bombe hältst, gehen die schon an? Wie du hilfst mir? Ja. Wie, nochmal, wenn, was? Wenn du eine Bombe hältst und eine andere Bombe berührst. Ja. Dann geht die schon an. Also, wenn du jetzt die berührst. Lol. Ja, so hätte ich es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber insgesamt spart das halt auf jeden Fall Zeit, weil jetzt kommen ja schon die neuen direkt wieder raus. Das hast natürlich den einen da nicht getroffen. Ja, und das könnte zu lange dauern. Ja, so lange. Wobei es wird vielleicht ganz, nee, das dauert zu lange. Oder? Ganz knapp? Du brauchst 10 Sekunden knapp.
Das ist halt super komisch. Du hast halt eigentlich nur 20 Sekunden Zeit. Aber das ist der Trick an diesem Level. Ja, das wusste ich nicht. Das macht's um einiges leichter. Auf jeden Fall. Hallo. Weil die Zweiten dann ja auch viel früher respawnen. Genau. Aber auch mies, dass die das nicht sagen, ne? Ja, hat noch niemand gesagt im Stream. Nimm einfach den Dritten und mach die ersten beiden einfach an. Also, ich wollte es jetzt so machen. Ich mach's auch immer so, das reicht auch. Aber da muss man natürlich auch treffen. So. Das hast du natürlich den ersten wieder nicht erwischt. So, nicht den Punkt. Ah, ja, der da hinten wieder. Oh, das könnte vielleicht klappen. Ja, weil du den rechtzeitig angemacht hast. Das klappt. Alter, stark! Das ist ja super einfach so. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Sehr gerne. Er hat auch geile Haare, Alter. Eine geile Frisur. Stachelbart. Ja, die wäre stark. Stachelbart, Alter. Wenn die sich dann auch noch so drehen würden, deine Haare, ne? Wär dann wärst du der Coolste. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Ist halt schon wieder vorbei, ne? Ach, Mensch. Ja. Ärgerlich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr habt Bock. Nee.